Matrix. Mit Franz Zeller. Was gibt es Integrativeres als das Motto Hoffnung? Das dürfte sich dieses Jahr auch die Ars Electronica gedacht haben. Seit Mittwoch präsentiert sie Projekte zu Klimakrise und künstlicher Intelligenz, zu anderen Zugängen zu Natur und Technik oder zu unserem Zusammenleben mit Maschinen. Vieles kommt ungewohnt leicht und verspielt daher, etwa wenn man sich gleich am Eingang zur Post City in Linz passend zur Stimmung von der künstlichen Intelligenz Fuzzy einen Song komponieren lassen kann. Token einwerfen. Grün für Start. Stimmung ist gut, grün. Stil. Machen wir auf Soundmaschine. Geschwindigkeit, Schildkröte, Schwein, Katze oder Gepard, Gepard. Während noch der Song meines Vorgängers zu Ende läuft, beantworte ich alle Fragen der Maschine-A-Typ. So, und jetzt wieder kommen, mein Song. Ein bisschen hat es gedauert. Je suis étonné. Bravo à moi. Allez, bisous. Titel: Das Wettrennen der Ideen. Jetzt beginnst du zu rauchen, nett. Beats per Minute. Mehr muss man von diesem KI-Song auch nicht mehr wissen. Aber künstliche Intelligenz ist natürlich auch dieses Jahr eines der bestimmenden Themen auf der Ars Electronica. Künstler fragen sich dort zum Beispiel, welche Vorstellungen wir auf unsere Automaten und Roboter projizieren oder wie limitiert das Wissen von Sprachmodellen wie ChatGPT ist. Antworten darauf findet man vielleicht bei den folgenden Projekten, die Julia Gindl ausgesucht hat. In der Post City sticht zwischen Datenbrillen und riesigen Bildschirmen eine lebensgroße Puppe mit einer Schnabelmaske heraus. Der Pestdoktor. Hätten KI-Systeme wie ChatGPT im Mittelalter auch zum Aderlass und zu Kräutern als Mittel gegen die Pest geraten? Besucherinnen und Besucher können bei Nathan Cornish und seinem historischen Experiment beim AI-Apotheker ausprobieren, welche Behandlung eine KI mit dem Wissensstand von damals empfohlen hätte. And what I try to do is to show that the nonsense generated by AI, by image generation, by text generation, is really similar to the nonsense that was generated by medieval learning. Der Unsinn, den Text- und Bild-KI-Systeme aus großen Datenmengen erzeugen, ähnelt jenem Nonsens, den Ärzte vor der wissenschaftlichen Revolution hervorgebracht haben, sagt Nathan Cornish. Cornish ist Doktorand an der Universität Southampton und Gaststudent an der ITU, der Interdisciplinary Transformation University in Linz. Für sein Experiment hat er ein KI-System mit Behandlungsmethoden und Texten des römischen Arztes Galen und unter anderem mit seinen Ideen zur Säftelehre gefüttert. Wissen wurde damals gesammelt, angehäuft, aber nicht kritisch hinterfragt, betont Nathan Cornish, eine Parallele. Nämlich zwischen den Praktiken von Medizinern im Mittelalter und großen Sprachmodellen heute, die auf viel Wissen zugreifen, aber keine Schlussfolgerungen ziehen können. Which is why when you read medieval books, in the entry on the horse, there'll be an entry on the unicorn. Not necessarily because they believe in the unicorn, but because the unicorn is a part of the knowledge about the horse. Man finde in Texten aus dem Mittelalter bei einem Eintrag über das Pferd zum Beispiel auch einen Text über das Einhorn. Nicht, weil die Menschen an Einhörner glaubten, so Cornish, sondern weil das Einhorn Teil des Wissens über das Pferd war. Und nach diesem Prinzip entstanden daher auch nicht weniger verwunderliche Heilmethoden. So for this one, it says a cure for pain in the back of the head is to open up the straight vein in the forehead. Which to me feels like making everything worse. But it also says hot water baths might be nice. Als Behandlungsmethode gegen Schmerzen im Hinterkopf empfahl man im Mittelalter das Öffnen der Vene auf der Stirn, aber auch heiße Wasserbäder halfen angeblich. Das historische Experiment zeigt also, KI kann auch rückständig sein und leichtsinnig. Und eine KI ist nur so klug wie jene Daten, mit denen sie gefüttert wurde. Bei so einer brutalen Datenbasis zum Kopfweh kann auch eine künstliche Intelligenz dann keinen guten Rat mehr geben. Hey, at least I'm the star of this techno circus, right?
Neben ungewöhnlichen Behandlungsmethoden findet man auf der Ars Electronica auch ungewöhnliche oder eher ungewöhnlich unfreundliche Gesprächspartner. Das Projekt Conversations Beyond the Ordinary befasst sich mit unserem täglichen Umgang mit Maschinen. Wie der manchmal aussieht, führt uns Jan Seiderfield vor Augen. Besucherinnen und Besucher müssen sich für einen Becher Kaffee mit seinem ruppigen Kaffeeautomaten unterhalten. We are in front of this very ordinary, maybe a little bit old coffee vending machine. Der holländische Forscher und Künstler Jan Seiderfield hat bewusst keinen niedlichen Roboter mit Kulleraugen entworfen, mit dem wir plaudern sollen, sondern eben eine klobige, schimpfende Kaffeemaschine. Look who stumbled into this hellhole. The moron of the hour. How can I fuck up your day today? Und nicht nur, weil sich der zynische Kaffeeautomat auch noch in einer existenziellen Krise befindet, müssen Besucher ihm gut zureden, um einen Kaffee zu bekommen. Auch weil es dem holländischen Künstler darum geht, zu zeigen, wie unbeholfen, missverständlich oder manchmal auch zu empathisch wir mit Maschinen kommunizieren. Now that we're here, can you please make me a coffee? I'm in need of some caffeine. Need your liquid energy. Yeah. Fuck off. Wir müssen uns künftig auch damit auseinandersetzen, wie wir nicht nur mit unseren Kaffeemaschinen, sondern jederzeit am Telefon auch mit einem KI-Chatbot sprechen könnten. Vielleicht müssen wir in Zukunft mit Service-Sprachrobotern über unsere Beschwerde diskutieren und verhandeln, meint Jan Seiderfield. Dann könnten wir auf das Wohlwollen und die Kooperation der Maschine angewiesen sein. I hope you can make something of your day. I'll keep churning piss water for the ungrateful. Bye. Und auch wenn die Maschine sozial vielleicht noch etwas unbeholfen war, zumindest Kaffee machen kann sie. Aber das hat sie sich auch von keinem Menschen abgeschaut. Das Projekt von Jan Seiderfeld hat beim Prix Ars Electronica einen Anerkennungspreis erhalten. Ausgezeichnet wurden auch die KI-Forscherin Kate Crawford und Vlada Njola, Professor für neue Medien. Für ihr Werk Calculating Empires erhielten sie einen Starts-Preis. Auf einer 24 Meter langen Karte setzen sie die derzeitige Explosion an KI-Systemen in einen historischen Zusammenhang und zeigen, über welche Technologien wir ins Heute gekommen sind. Irmi Wutscher hat mit Kate Crawford gesprochen und versucht, das epochale Werk für uns zu beschreiben. Calculating Empires ist eine riesige schwarze Wandtafel. Auf der linken Seite, quasi der Y-Achse, eine Zeitlinie, die beginnt unten beim Jahr 1500 und endet oben im Jahr 2025. Auf der X-Achse sind Überschriften eingetragen. Das beginnt mit technischen Dingen wie Kommunikationsgeräten, geht weiter über Erziehung oder das Wissen über Psyche und Emotionen, bis hin zu Gefängnissystemen, Grenzsystemen oder Kolonialismus. Und dazwischen sind immer auf dieser Zeitachse Erfindungen eingetragen, zum Beispiel vom Rechenschieber zur Rechenmaschine zum Personal Computer. Das Kunstwerk soll 5 Jahrhunderte der technologischen Entwicklung und damit einhergehenden Macht sicht- und lesbar machen, erklärt die KI-Forscherin Kate Crawford. Hopefully, by reading this gigantic map, you can also start to see our moment of AI as being not so much an exception, but more the rule of the way that, you know, a small set of empires will use technology to harness their power. Die Wandkarte ist riesig und gleichzeitig super detailreich. Man kann sich zwischen Rechenschiebern, Schreibmaschinen und Psychoanalyse verlieren, denn sie setzt quasi alles in Relation zu allem. Dieses sich verlieren ist gewollt, sagt Kate Crawford. We live in a time of the easy story, of the simplification, of the dumbing down. Wir leben in einer Zeit, in der alles verkürzt und vereinfacht wird. Auf TikTok haben sie 10 Sekunden, um ihr Thema rüberzubringen. Dadurch sind wir zunehmend ungeübt darin, uns mit komplexen oder schwierigen Dingen auseinanderzusetzen. Diese Karte kämpft sozusagen gegen dieses Kurzzeitgedächtnis in Bezug auf Technik an und verlangt den Ansehenden Aufmerksamkeit ab, um diese Geschichten im Detail zu erkunden. This map is really going against this sort of short-termism of technology and of human attention, and it asks of you to spend deep time to follow these stories in detail. Mittwochabend im vollen Mariendom. Überall am Boden sitzen und liegen Besucherinnen und Besucher. Sie sind gekommen, um Bruckner, The Sound of Entanglement, eine Weltpremiere zu hören.
Sie ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von 6 Quantenphysikern der TU Wien und der Johannes Kepler Uni Linz, von 2 Organisten und einem Komponisten. Vor dem Hauptaltar ist ein Mini-Quantenoptiklabor in einem Glaskasten aufgebaut, ein technologisches Heiligtum aus Lasern, allerhand Spiegeln, Kabeln und elektronischen Bauteilen. The Sound of Entanglement ist eine Art Remix von Anton Bruckners Perger Präludium, beeinflusst von der Messung zweier verschränkter Photonen in Echtzeit, sagt Komponist Clemens Wenger. Eben, wir gehen aus vom Perger Präludium. Ich habe das studiert, ich habe das quasi zerlegt in einzelne Motive, ich habe mir die Harmonik angeschaut und das habe ich dann variiert und wirklich so einzelne Takte, einzelne Teile rausgeschnitten, eben für 2 Orgeln arrangiert. Aber wie diese Motive zusammengesetzt werden, das entscheiden bei uns die verschränkten Photonen von unserem Quantenexperiment. Das Quantenexperiment als aufwendiger Zufallsgenerator, der die beiden Organisten ordentlich zum Schwitzen bringt. Sie müssen ja in Echtzeit auf die Befehle der Quanten reagieren, sagt ein bei der Generalprobe noch entspannter Wolfgang Kreuzhuber. Wir haben also in den Proben uns so bestmöglich vorbereitet sozusagen. Der Überraschungseffekt ist natürlich der. Und insofern ist der Überraschungseffekt da, wenn ich ein normales Konzert spiele, weiß ich, was auf mich zukommt. Da bin ich dann selber sozusagen der Agiteur. Aber in dem Fall gibt es noch eine andere Dimension, dass ich eben nicht von vornherein weiß, was es weiß schon in etwa, was kommt von den Motiven her, das schon. Aber in welcher Abfolge, wann die kommen oder wie, das ist offen. Und so klingt Bruckners Perger Präludium im Original. Mehr bemerkenswerte Musik gibt es am Schluss dieser Sendung. Zurück in die Post-City. Am hintersten Ende der Starts-Ausstellung ist ein Zebrastreifen auf den Boden gemalt, davor ein Ampelknopf zum Drücken. Immer wieder sammeln sich hier Trauben von Menschen. Emi Wutscher hat einen Ars-Besucher gefragt, was es mit diesem etwas anderen Verkehrssicherheitsspiel auf sich hat. Es ist so eine AI, also so eine künstliche Intelligenz und man muss über die Straße gehen, ohne erwischt zu werden und man darf jetzt einfach nicht so rübergehen, weil dann erkennt das Auto, dass du ein Mensch bist. Auf einem großen Bildschirm sieht man, was ein selbstfahrendes Auto sehen würde, wenn ein Mensch über den Zebrastreifen geht. Ziel des Spiels ist es, so komisch zu gehen oder den eigenen Körper so zu verformen, dass das Auto einen nicht als Mensch erkennt. Tomo Kihara und Daniel Koppen haben das verkehrte Straßenverkehrsspiel How Not to Get Hit by a Self-Driving Car entwickelt. Yes, of course, we don't want to get hit by a self-driving car. Wir wollen natürlich nicht wirklich von selbstfahrenden Autos überfahren werden, sagt Daniel Koppen. Aber wir wollen ein bisschen damit spielen in einer sicheren Umgebung. Wir wollen, dass die Menschen direkt mit der KI interagieren und verstehen, wie leicht man eigentlich von einem selbstfahrenden Auto überfahren werden kann. To actually get hit by a self-driving car. Dazu haben Daniel Koppen und Tomo Kihara eine Kamera installiert, wie sie auch selbstfahrende Autos verwenden. Tomo Kihara erklärt den Hintergrund. A lot of models in the past were using this sensor called LiDAR. Früher haben selbstfahrende Autos eine Art 3D-Modell ihrer Umgebung geschaffen mit LiDAR-Sensoren. Tesla und andere Firmen verwenden aber aus Kostengründen Computer-Vision-Technologien. Also jedes Auto hat 7 bis 8 Kameras am Auto installiert, die alles rundherum entdecken sollen. Auf der Ars Electronica versuchen die Spielerinnen und Spieler, die menschenerkennende Autokamera auszutricksen. Ich sehe Leute am Boden robben oder wie eine Spinne auf allen Vieren ganz schnell in Richtung Kamera laufen. Was klappt? Also ganz schnell durchlaufen und am Ende dann hinhaukeln. Weil am Ende wird man am meisten erwischen. Ich habe halt meinen Rucksack vor mein Gesicht gehalten und habe mir gedacht, man kann mich nicht erkennen, aber anscheinend liegt es doch nicht an der Gesichtserkennung. I just rolled like a log. Just don't walk, don't be on 2 feet, I think is the main strategy. Am Boden rollen, nur nicht auf 2 Beinen gehen, sagt diese Besucherin, die KI austricksen konnte. So lustig das Spiel ist, das hat einen ernsten Hintergrund. Denn diese Computer-Vision-Systeme von selbstfahrenden Autos werden mit Bildern trainiert, erklärt Daniel Koppen. Viele dieser Bilder zeigen Fußgänger, die aufrecht über die Straße gehen. Von anderen Verkehrsteilnehmerinnen gibt es weniger Bilder in den Trainingsdaten. So I think it's not just people in wheelchairs, I think it's just anything that could be slightly off.
on the street. It could be somebody with a shopping trolley. It could be a. Das sind Menschen im Rollstuhl, jemand mit einem Kinderwagen, ein Lieferant, der mehrere Schachteln trägt, oder Kinder, die Ball spielen. Es gibt unendlich viele solcher Grenzfälle und es ist quasi unmöglich, Daten von allen zu haben. Diese Grenzen der Technologie zu erkennen, das soll unser Spiel zeigen. These limitations and that's sort of what our game is hoping to highlight as well. Technologisch weiter als mit dem autonomen Fahren sind wir bei der Elektromobilität. Aber wie sehr das saubere E-Auto in Europa andernorts zu Dreck führen kann, das zeigt das Leichtmetall Lithium. Es wird für Akkus in den E-Fahrzeugen benötigt und macht dort etwa 7% des Batteriegewichts aus. 65% des Weltbedarfs an Lithium werden in den Anden abgebaut, und zwar in Bolivien, Chile und Argentinien, mit schlimmen Umweltfolgen. Das ist auch das Thema der Installation Triangle of Sacrifice. Auf drei Metallgebilde tropft Wasser. Die Tropfen symbolisieren die 2 Millionen Liter Wasser, die für die Gewinnung einer Tonne Lithium benötigt werden. It's like all this speech about the green transition, which is very poetic too. But when you start to thinking what really means for all this global south, it's very dramatic. All dieses Gerede über die Energiewende klingt ja sehr poetisch, sagt die bolivianische Künstlerin Geli Morato. Aber wenn man sich ansieht, was das für den globalen Süden bedeutet, dann ist das sehr dramatisch. Im Spanischen gibt es den Ausdruck Zona de Sacrificio. Das sind Gegenden, die der Umweltzerstörung geopfert wurden. Auch das Lithium-Dreieck zwischen Argentinien, Bolivien und Chile wird als Opferdreieck, Triangle of Sacrifice, bezeichnet, sagt Victor Mason aus Spanien. This triangle of lithium has become a sacrifice zone for lithium extraction. And this green washing, this green energy transition becomes green in many parts of the world, but becomes obscure in other sections of the world. Mit Triangle of Sacrifice weisen die beiden Künstler auf die Doppelmoral und das Greenwashing der Energiewende hin. Was in einem Teil der Welt grün ist, beruht auf Ausbeutung in einem anderen Teil der Welt. Obwohl der Lithiumabbau in Südamerika auf drei Länder aufgeteilt ist, betrifft er dieselbe Volksgruppe, die durch politische Grenzen geteilt wurde, sagt Mason. Und jedes Land geht politisch anders mit dem Abbau um. Chile hat einen neoliberalen Zugang zum Lithiumabbau und die Regierung macht sich das mit den Konzernen aus. Argentinien sucht mehr die Abstimmung mit der Bevölkerung und die Firmen müssen mit den Communities verhandeln. In Bolivien wiederum besitzt der Staat automatisch 51% der Ressourcen. Dort kann ein Konzern nur einen maximalen Anteil von 49% am Lithiumabbau haben. Besonders schlimm sind die Folgen des enormen Wasserbedarfs beim Lithiumabbau. In Chile wird das Wasser über 400 Kilometer herantransportiert. Das ist altes Grundwasser und Gletscherwasser. In Bolivien ist die Situation etwas besser. In Teilen der chilenischen Atacama-Wüste hat es seit 50 Jahren nicht mehr geregnet. Und wenn die Konzerne die Wasservorräte aus den Feuchtgebieten und Tälern ableiten, dann bleibt für die Gemeinschaften nichts mehr übrig. Auch wenn sie früher sauberes Wasser hatten, sitzen sie jetzt im Trockenen. Und die Alternative zum Lithiumbergbau? Wir könnten auf andere Batterietypen umsteigen, die etwa auf billigen und gut verfügbaren Salzen beruhen, meint Geli Morato. Aber eigentlich sollten wir generell überlegen, wie viel Energie wir als Menschen brauchen und unsere Rituale überdenken. Maybe we need to go deep and rethink the amounts of energy that we are using as a humanity. It's not only replace, it's rethink our rituals. Von den südamerikanischen Anden nach Zentralafrika. Von dort kommt das Siegerprojekt des Starts Prize Africa. Damit werden, wie der Name schon vermuten lässt, innovative Projekte aus Subsahara-Afrika ausgezeichnet. Der Kunstkreis von Plantagenarbeitern aus Lusanga hat eine abstrakte Technologie aus dem globalen Norden hergenommen, nämlich NFTs, das sind Echtheitszertifikate für digitale Kunstwerke, und damit aus der virtuellen Kopie eines entwendeten Kunstwerkes Land für Kleinbauern und Bäuerinnen gekauft. Wie das geht, weiß Ulla Ebner.
Die Geschichte des Projekts Palo NFT beginnt im Jahr 1931 in Lusanga, einem Ort in der Demokratischen Republik Kongo. Auf einer Palmölplantage der Lever Brothers, dem Vorläufer des Unilever-Konzerns, rebellieren die Plantagenarbeiter aus der Volksgruppe der Pende. Der belgische Kolonialverwalter Maximilien Ballot kommt in das Dorf, schießt in die Menge, verletzt den Neffen des Häuptlings. Daraufhin wird der Belgier von wütenden Dorfbewohnern gelyncht, enthauptet und zerstückelt. Oui, Sculpture de Ballot. Daraufhin schnitzten die Pende eine Holzfigur von Maximilien Ballot, erklärt Mathieu Kasiama vom Kunstkreis der Plantagenarbeiter aus Lusanga. Für seine Vorfahren sei das ein Akt des Widerstands gewesen. Sie wollten den bösen Geist von Ballot mit dieser magischen Figur unter Kontrolle bringen. Kasiamas Kooperative betreibt heute ein Atelier auf der ehemaligen Unilever-Plantage. 24 Künstler stellen dort Skulpturen, Bilder und Zeichnungen her, die sich kritisch mit der belgischen Kolonialzeit und dem Leid der Arbeiter und Arbeiterinnen auf den Plantagen auseinandersetzen. Daneben steht auch ein kleines Museum, der White Cube, wie sie ihn nennen. Auf dessen Website kann man einen virtuellen 3D-Spaziergang über die Plantage machen. Alors, c'est comme ça que nous avons décidé de convoquer un musée, un White Cube, un cube blanc. Dass dieses afrikanische Museum ein europäisch anmutender weißer Würfel ist, sei kein Zufall, erklärt der Künstler Siddharth Thammasalla. Denn viele Museen im globalen Norden seien durch Blut, Schweiß und Tränen von afrikanischen Plantagenarbeitern finanziert worden. Sprich, durch die Gewinne von multinationalen Konzernen wie Unilever. Der weiße Würfel sei ein Symbol für die Kolonialgeschichte. Es brauche Wiedergutmachung. Aussi avec la plantation. Donc c'est une réparation de l'histoire qui est musée. Aber zurück zur Ballot-Skulptur. Die hätten die Künstler des Kollektivs in Lusanga gerne in ihr Museum geholt, um eine Zeremonie durchzuführen. Doch die Figur befindet sich seit den 1970er Jahren im Virginia Museum of Fine Arts in den USA. Seit 2020 hat der Kunstkreis immer wieder Leihanfragen an das amerikanische Museum gestellt, doch vergeblich. C'est ça que nous on a pris les idées. Also hatten die afrikanischen Künstler eine Idee. Sie nahmen das Foto der Ballot-Skulptur von der Website des Museum of Fine Arts in Virginia und fertigten damit ein digitales Kunstwerk an. Darin schwebt die Holzfigur des Ballot über einer Zeichnung von Siddharth Thammasalla. Diese thematisiert Ausbeutung und Kolonialismus. Mit Hilfe der Blockchain-Technologie wurde das Bild in mehr als 300 NFTs zerteilt, also digitale Kunstwerke mit Echtheitszertifikat. Technologie der Blockchain, nous avons. Natürlich wissen er und seine Kollegen, dass Blockchains einen enormen Energieverbrauch haben und daher schlecht für die Natur seien, betont Siddharth Thammasalla. Aber immerhin kaufe der Kunstkreis von Lusanga mit den Einnahmen Land und verwandle die ehemaligen Palmöl-Monokulturen wieder in heiligen Wald. Wir haben planté des forêts sacrées pour compenser aussi les effets négatifs sur le climat. Etwa 500 Hektar Land sind durch die Einnahmen aus diesen und anderen Kunstprojekten bereits von multinationalen Konzernen zurückgekauft worden. Und mittlerweile steht die Ballot-Skulptur auch wieder im White Cube Museum in Lusanga. Und auszuspülen tun uns jetzt die Mara Martina und der Falkner Hansi-Peter von die Advänger mit einem KI-Gstanzl. Die KI-Konferenz ruft auch, ja, wir brauchten heute eine Frau, der Termin haut bei mir nicht hin, bounce me noch als KI. Wirklich passiert. Deine Freundin ist in der App, ja, du bist heute ein schöner Depp, weil dein AI-Girlfriend für den Darwin's Dead End. Die Roboterpsychologin Martina Mara mit einem Lied über KI, das sie neben anderen Gstanzeln heute am späten Nachmittag in Linz aufgeführt hat. Das war ein Matrix zur Ars Electronica von und mit Ulla Ebner, Julia Gindl, Anna Masona, Emi Wutscher und
Franz Zeller. Das Festival geht noch bis Sonntag.